Hallo zusammen. Dieses Tutorial dient dazu, den Ablauf der Modellerstellung einer zweidimensionalen, deckelgetriebenen Hohlraumströmung, im Englischen auch als Lid-Driven Cavity Flow bekannt, für einen quadratischen Betrachtungsraum von 1 Quadratmeter Größe mit Hilfe des Programms SimCenter StarCCM Plus zu demonstrieren. Der Betrachtungsraum wird dabei in westlicher, südlicher und östlicher Richtung durch eine feste, undurchlässige Wand begrenzt. In nördlicher Richtung ist ebenfalls eine undurchlässige Wand eingebunden. Diese bewegt sich jedoch mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde in positiver X-Richtung. Das Netz des Betrachtungsraums besteht aus 6400 viereckigen Zellen, die zu den Systemrändern hin stetig feiner aufgelöst sind. Die Reynolds-Zahl des Systems setzt sich aus der Breite des Betrachtungsraums, der Geschwindigkeit der nördlichen Wand, der Dichte des enthaltenen Fluids und der dynamischen Viskosität des Fluids zusammen. Sie besitzt einen Wert von 5000. Die Berechnung wird mit Hilfe des Segregated Flow Simulationsmodells durchgeführt. Sowohl das horizontale als auch das vertikale Geschwindigkeitsprofil werden entlang von Schnittstellen, die durch das Zentrum des Betrachtungsraums verlaufen, später mit Daten aus der Literatur abgeglichen. Das Tutorial gliedert sich inhaltlich in mehrere Kapitel, die nun nacheinander vorgeführt werden. Zunächst erstellen wir eine neue Simulationsdatei unter dem Button Create a File oben links im Bild. Das sich öffnende Dialogfenster bestätigen wir mit OK und anschließend können wir unter File, Import, Import Volume Mesh unser entsprechendes Geometriegitter importieren. Das ist jetzt hier auch schon abgeschlossen und wir können die Datei speichern. Ich speichere das Ganze jetzt hier unter dem Namen Cavity Quad ab. Und damit ist das erste Kapitel auch schon beendet. Um das importierte Mesh sichtbar zu machen, wählen wir per Rechtsklick den Button Scenes aus, gehen dort über New Scene auf das Mesh und schon ist das importierte Gitter sichtbar. Wenn wir auf die Kanten des Systems draufklicken, per Doppelklick, werden uns die Bezeichnungen der jeweiligen Wand einmal genauer angezeigt. Als nächstes werden die physikalischen Modelle hinterlegt. Dafür gehen wir unter Continua auf Physics 1 und Select Models. Hier wählen wir zum einen Two-Dimensional aus, das ist jetzt hier schon vorausgewählt, unter Material einmal Liquid, für Flow nehmen wir das Segregated Flow Modell, anschließend bei Equation of State einmal Constant Density, für die Zeit einmal Steady und unter Wischkes Regime wählen wir Laminar aus. Von den weiteren optionalen Modellen benötigen wir jetzt hier keins, daher schließen wir das Fenster mit Close und können die ausgewählten Modelle nochmal einmal unter Physics Models nachsehen. Im folgenden Schritt stellen wir die notwendigen Materialeigenschaften ein. Für das hier eingesetzte Fluid sind das vor allem die Dichte und die dynamische Viskosität. Einzustellen sind diese unter Continua, Liquid, H2O und Material Properties. Hier können wir auch nur diese beiden Parameter auswählen. Diese sind hier schon vorausgewählt auf Constant und wir passen nur einmal den Wert, der hier hinterlegt ist, an. Auf einen Wert von 1 Kilogramm pro Kubikmeter. Für die dynamische Viskosität das gleiche einmal. Hier wird der Wert angepasst auf 2 e hoch minus 4 Pascal Sekunde. Kommen wir nun zu den Randbedingungen. Für das hier gezeigte LDC sind lediglich zwei Randbedingungen erforderlich. Zum einen, welche Wände sind stationär und zum anderen muss eingestellt werden, welche Wand sich mit welcher Geschwindigkeit bewegt.
Um die Randbedingungen für die Wände festlegen zu können, gehen wir auf den Button Regions, Cell 2, Boundaries und wählen hier die Wände 3, 4 und 7 aus. Diese können wir mit einem Rechtsklick kombinieren und zu einer einzigen Wand zusammenfassen. Diese benennen wir um in Stationary Wall. Die verbleibende Wand 5 benennen wir um in Moving Wall. Diese können wir unter Physics Conditions, Tangential Velocity Specification mit der Methode Vector versehen. Die exakte Geschwindigkeit stellen wir dann unter Physics Values Relative Velocity ein. Hier stellen wir für den Vektor einen Wert von 1, 0 ein. Schließen das Ganze. Anschließend speichern wir unsere Simulation erneut. Weiter geht es mit der späteren Visualisierung der Lösung. In SimCenter StarCCM Plus ist es möglich, Post-Processing-Szenen für jede Iteration oder jeden Zeitschritt aktualisiert anzeigen zu lassen. Das ermöglicht die dynamische Überwachung verschiedener Größen, wie zum Beispiel der Geschwindigkeit, die ja in diesem Tutorial visualisiert werden soll. Es ist daher sinnvoll, Szenen für das Post-Processing bereits vor der eigentlichen Simulation des Systems anzulegen. Dazu gehen wir wie folgt vor. Wir klicken mit einem Rechtsklick auf den Button Scenes, wählen New Scene, Vector und die neue Szene wird erstellt. Standardmäßig zeigt die Vektorleiste bereits die Geschwindigkeit an, wie man das hier sehen kann. Wir nehmen die Vektorleiste und ziehen diese auf die rechte Seite des Systems, bis die Ausrichtung sich ändert und entsprechend vertikal angelegt ist. Um sicherzustellen, dass die Szene den gesamten Bereich für die Daten hinterlegt hat, klicken wir erneut auf Scenes, Vector Scene, Vector 1 und hier unter Parts sehen wir, dass die gesamte Region für die Scene hinterlegt ist. Die Daten sollen sowohl für das horizontale U-Geschwindigkeitsprofil als auch für das vertikale V-Geschwindigkeitsprofil entlang der durch das Zentrum der Geometrie verlaufenden Schnittlinien aufgezeichnet werden. Hierfür legen wir nun die entsprechenden Schnittlinien an. Dazu klicken wir per Rechtsklick auf den Button Derived Parts, New Part, Probe und Line. Nun wird das Create Probe Line Fenster angezeigt, in dem wir die gewünschte Linie ausrichten können. Für die U-Linie wählen wir die folgenden Eigenschaften aus. Punkt 1, 0,5, Punkt 1y, 0, z auch 0. Hier sehen wir dann einmal, wie die Linie gerade aktuell ausgerichtet ist. Für den Punkt 2 wählen wir ebenfalls 0,5 in x, 1 in y und 0 in z. Dementsprechend schneidet unsere Linie die Geometrie einmal genau in der Mitte. Für die Auflösung wählen wir 50. Als Display wählen wir No Displayer. Im Anschluss bestätigen wir das Ganze mit Create und schließen das Fenster. Unsere Linie ist hier nun erstellt und wir nennen sie zunächst um in Simulation U. Um die V-Linie zu erstellen, kopieren wir einfach die gerade erstellte Linie Simulation U und fügen diese unter Derived Parts ein. Anschließend benennen wir sie um in Simulation V und passen einfach die Punkte 1 und 2 entsprechend unserer gewünschten Koordinaten an. Also 0, 0,5, 0
und 1, 0,5, 0. Schon ist unsere Linie ausgerichtet und wir können die Simulation erneut abspeichern. Nun sorgen wir dafür, dass die Geschwindigkeitsprofile grafisch auch dargestellt werden können. Dazu erstellen wir zunächst unter Plots, New Plot, einen XY-Plot. Diesen benennen wir um in U-Velocity Profile und fügen unter Parts, Derived Parts, unsere Simulation U-Linie hinzu. Anschließend gehen wir unter X-Type auf Vector Quantity und passen hier einmal die Values an. Auf 0, 1, 0. Danach können wir dieses Fenster schließen, gehen auf Y-Types, Y-Type 1 und passen hier entsprechend einmal den Data-Type auf Skalar an, das ist hier schon vorausgewählt, und unter Scalar Function wählen wir Select Function, suchen Velocity, wählen hier Laboratory, I aus. Bestätigen das Ganze mit OK. Für die Simulation U ist es weiterhin möglich, unter Line Style den Style anzupassen auf Solid und den Symbol Style abzuwählen. Danach schließen wir auch dieses Fenster. Unter dem Fenster Axis können wir anpassen einmal die linke Achse. Hier setzen wir das Minimum auf minus 0,6 und das Maximum auf 1. Und für die Major Labels wählen wir ein Spacing von 0,2. Anschließend können wir auch dieses Fenster schließen und speichern unsere Simulation ab. Um den V-Geschwindigkeitsplot zu erstellen, wiederholen wir die gerade beschriebenen Schritte mit einigen Anpassungen. Wir gehen erneut zunächst auf Plots, New Plot, XY-Plot, benennen diesen um in V, Velocity, Profile, wählen hier wieder unter Parts, Derived Parts, diesmal die Simulation U-Linie aus. Anschließend schauen wir einmal unter Vector Quantity nach. Hier müssen wir jetzt keine weitere Anpassung vornehmen. Schließen das Fenster wieder. Für den Y-Type, Y-Type 1, ist auch hier bereits wieder der Data-Type Scalar vorausgewählt. Und für die Scalar Function wählen wir erneut Velocity, Laboratory und wählen hier das J aus. Für die Simulationslinie können wir unter Line Style erneut die Solid-Option auswählen und für den Symbol Style wählen wir None aus. Anschließend können wir das Fenster auch schließen und passen noch einmal kurz die Achse an. Hier ist es diesmal so, dass wir ein Minimum von minus 0,7 wählen und ein Maximum von 0,5 und auch hier passen wir das Spacing auf einen Wert von 0,2 an. Anschließend können wir die Simulation erneut speichern. Um die Simulationsergebnisse mit den zur Verfügung gestellten experimentellen Daten vergleichen zu können, müssen diese zunächst importiert werden. Dazu klicken wir auf den Button Tools im Menü, gehen unter Tables mit einem Rechtsklick auf New Table, File Table und schon öffnet sich ein Fenster, in dem wir die zur Verfügung gestellten Daten importieren können. Dazu passen wir zunächst einmal den Datentyp auf XY an, wählen das U-Velocity-Profil aus und öffnen dieses. Nun ist es auch schon importiert und wir können unter dem U-Velocity-Profil, was wir eben angelegt haben, unter Data Series mit einem Rechtsklick Add Data auswählen und klicken hier unser U-Velocity-Profil an.
Dieses ist nun importiert und unter Legend Name passen wir hier einmal den Namen in Reference Data an. Unter Line Style stellen wir einmal sicher, dass wirklich keine Linie ausgewählt ist und wir nur die wirklich gemessenen Datenpunkte ausgeben. Schließen dieses Fenster. Unter Symbol Style wählen wir hier einmal Filled Triangle aus. Die gerade gezeigten Schritte wiederholen wir erneut für die vertikale Geschwindigkeit V. Wir gehen unter Tools auf Tables, mit einem Rechtsklick New Table, File Table, passen hier erneut den Datentyp an, wählen die V-Velocity aus und importieren diese. Anschließend gehen wir unter V-Velocity Profile, Data Series mit einem Rechtsklick auf Add Data und wählen hier die V-Velocity aus, die, wie man jetzt auch schon sehen kann, direkt importiert ist. Hier schauen wir erneut nach, dass unter Line Style nichts ausgewählt ist und passen den Symbol Style auf Filled Triangle an. Des Weiteren ändern wir hier auch den Legend Name einmal um in Reference Data V und speichern die Simulation ab. Bevor wir nun damit beginnen können, die Analyse durchzuführen, müssen wir noch ein paar Einstellungen an den Solver-Parametern vornehmen. Unter Solvers gehen wir unter Segregated Flow auf Velocity und gucken, ob der Unterrelaxationsfaktor bei 0,7 liegt. Das ist hier der Fall, also schließen wir das Fenster wieder. Für die maximale Anzahl an Schritten gehen wir unter Stopping Criteria, Maximum Steps und legen hier einen Wert von 1000 fest. Auch der ist bereits vorausgewählt. Damit schließen wir das Fenster und können sofort mit der Simulation beginnen. Um die Simulation durchzuführen, initialisieren wir diese zunächst mit Hilfe der grünen Flagge. Ist dieser Prozess abgeschlossen, können wir auf Run klicken. Und wir sehen, wie der Iterationsprozess vonstatten läuft. Bei 1000 Iterationen stoppt die Simulation wie eingestellt und wir speichern diese zunächst einmal. Die Simulationsergebnisse können wir nun in den zuvor definierten Szenen visualisiert anschauen und vergleichen. Zunächst einmal hier die Gegenüberstellung für das vertikale Geschwindigkeitsprofil mit den Referenzdaten und die Gegenüberstellung für das horizontale Geschwindigkeitsprofil. Weiterhin hatten wir ja auch noch eine Vector-Scene festgelegt, in der das absolute Geschwindigkeitsprofil einmal in Form von Vektorpfeilen abgebildet wird. Damit sind wir auch schon am Ende dieses Tutorials angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg beim Nachmachen. Ja, vielen Dank, Herr Engbert, für diesen Beitrag auf unserem Kanal. Ja, dieses StatSystem Plus, das ist schon eine tolle Sache. Falls Sie sich dafür interessieren, wie man so etwas selbst programmieren könnte, etwa in der Sprache C++, dann besuchen Sie unsere Vorlesung CFD1 an der Hochschule Bielefeld. Im Seminar diskutieren wir im Detail die Entwicklung eines Solvers für das Lid-Driven Cavity.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss, bis zum nächsten Video.